Wir gehen also rein in eine ganz neue Sprint to Glory, wählen in dem Fall einen realistischen Trainer, denn ihr habt es vermutlich im Thumbnail, im Titel überall schon gesehen. Für uns geht es also nach Spanien in die La Liga und dort, wenn wir denn endlich mal da oben angekommen sind, wählen wir selbstverständlich Xavi, den ehemaligen Spieler vom FC Barcelona und keinen anderen Verein. Logischerweise bleiben wir natürlich bei den Katalanen, wir sehen das Transferbudget, wir sehen die Vorstandserwartungen, die natürlich auch in der Realität hoch sind. Nicht nur der Vorstand will sportliche Ziele sehen, sondern natürlich auch finanziell. Denn da läuft alles andere als rund. Die Jobangebote für die Nationalmannschaft werde ich deaktivieren, genauso wie das Transferfenster im ersten Sommer. Denn wir wollen mit den Jungs arbeiten, die auch in der Realität direkt zum Verein gewechselt sind. Es wird eine typische Sprint to Glory. Wir werden und wollen die Champions League gewinnen. Dafür aber wollen wir ein bisschen Realismus mit reinpacken, auch wenn das sicherlich schwierig ist. Wobei man auch sagen muss, bei Barca ist gefühlt alles möglich. Transferfenster deaktiviert. Wir spielen natürlich auch international. Die Gruppen werden nicht bearbeitet. Wir haben die realitätsgetreue Gruppe mit Viktoria Pilsen, Inter Mailand und dem FC Bayern München, der deutsche Rekordmeister. Wir haben die Nerazzurri. Viktoria Pilsen muss man auch erstmal in beiden Spielen schlagen. In der Realität ist Barca zu 99% raus, denn ich gehe davon aus, dass Inter auf jeden Fall gegen Pilsen gewinnt und dann haben sie 3 Punkte Vorsprung. Selbst wenn Barca beide letzten Spiele gewinnen sollte und Inter noch gegen Bayern verlieren, dann ist der direkte Vergleich bei der Nerazzurri und Barca spielt wieder mal nur Conference League. Das soll natürlich nicht zum Dauerzustand werden und für uns ist ja noch alles offen. Wir können die Champions League in der Hinrunde wie auch in der Rückrunde spielen. Und hoffentlich auch alle weiteren Jahre in dieser STG. Das im Hintergrund ist unsere Mannschaft. Ich werde aber wahrscheinlich ein bisschen was ändern. Sodass dann das aktuell unsere Startelf ist mit Marc-André Ter Stegen als Kapitän. Koundé noch Rechtsverteidiger. Ich plane den eigentlich aber gerne neben Araujo in der Mitte und damit anstelle von Christensen, sodass wir einen neuen Rechtsverteidiger holen. Aber nicht nur da, sondern auch links sehe ich definitiv Handlungsbedarf. Davor haben wir dann Frank-Yannick Kessié zusammen mit Frankie de Jong und auch Pedri. Wir haben links Depay, Lewandowski und Ousmane Dembélé. Auf langfristiges Sicht sicherlich Depay vielleicht einen, den man verkaufen könnte. Rafinha, Torres können in seine Fußstapfen treten, aber nicht nur die, sondern auch hier Ansu Fati. Vielleicht gibt auch ein Roberto hier anstelle von Bellerin mit auf die Bank. Wir werden auch einige Spieler verkaufen. Die Verkaufsliste gibt's gleich. Draußen haben wir auch noch Gavi, der jetzt gerade ja hier, ich glaube, die Trophäe für den besten jüngsten Spieler gewonnen hat. Für mich nicht unbedingt gerechtfertigt. Der Junge ist Weltklasse, aber Musiala und Bellingham sah ich da schon deutlich vor ihm. Deutlich, vielleicht nicht unbedingt, aber dann schon ein gutes Stück. Busquets auch durchaus ein Verkaufskandidat. Wir haben eine Mannschaft, die einen großen Umbruch bereits in der Vergangenheit hinter sich bringen konnte, aber noch ist dieser Umbruch nicht abgeschlossen. Und natürlich Robert Lewandowski, der große Deal der vergangenen Sommertransferphase und Frankie de Jong, der in der Realität vermutlich auf dem Absprung ist. Es läuft nicht ganz so gut, aber bei uns ist der Junge gesetzt zu 100%. Und damit das natürlich auch so bleibt, gehen wir direkt mal rein in die Vertragsverhandlung mit Frankie de Jong. Ein Jahr dürfen gerne auf die bis dato noch immer 4 Jahre bestehenden Vertrag drauf. Freigabesumme, nein danke, das ist nämlich das ganz große Problem bereits jetzt hier von vornherein. Wenn wir das Ganze nämlich gleich mal in der Teamzentrale anschauen, verzichtet der Junge auf Gehalt, macht er tatsächlich, dann sehen wir, dass ohne Freigabesumme kaum irgendwas möglich ist. Sehr viele Spieler wollen nur mit einer Freigabesumme bei uns bleiben. Das ist bei Busquets gar kein Problem, allerdings könnte es zum Problem werden bei Spielern, die jetzt dann so langsam kommen. Memphis Depay ist auch eine stolze Summe, würde ich so tatsächlich gehen lassen. Dann haben wir aber hier auch noch Spieler wie Ousmane Dembélé, Pedri, ich weiß nicht, ob der ohne vielleicht sogar verlängert. Ja, macht er, das ist gut. Ousmane Dembélé allerdings nicht, aber auch da, ich bin nicht abgeneigt. In der Realität, habe das ja selber auch mitbekommen. Er wollte gehen. Frank-Yannick Kessié verlängert hier auch nochmal. Christensen versuchen wir auch natürlich unser Bestes. Auch das ist in Ordnung. Freigabesummen aber gang und gäbe. Das gleiche bei Rafinha, auch bei Ferran Torres, bei Ansu Fati als Beispiel nicht. Ja, wir müssen einfach mal gucken. Es wird noch immer hier dieser Umbruch nicht zu Ende gegangen sein, denn ich glaube, es werden noch brutal viele Transfers über die Bühne gehen. Nicht nur in diesem Jahr, auch in den darauffolgenden. Je nachdem, wie viel es halt geben wird, denn im Endeffekt wollen wir die Champions League gewinnen und das ist Priorität und Ziel Nummer 1. Spieler, die als mögliche Neuzugänge in Frage kommen, sehen wir hier die Wunschliste vollgepackt mit unfassbaren Weltklasse-Spielern. Das muss man einfach auch so sagen. Genauso ist die Verkaufsliste natürlich auch elendlang bei uns. Sehr viele Spieler können den Verein direkt verlassen oder eben auch per Leihe, darunter tatsächlich Ansu Fati, weil ich finde, gerade für die ersten Jahre ist die Einsatzzeit bei uns nicht garantiert, für die späteren dann umso mehr. Denn wenn der Junge woanders Spielpraxis sammeln darf, seine Qualität und das Rating plus Potenzial noch viel mehr nach oben bringt, dann ist das einer, der ist einfach nicht wegzudenken aus unserer Mannschaft. Der Ersatz von Lionel Messi nach seinem Abgang, der hat einen auslaufenden Spielervertrag und auch den würde ich super gerne hier mit rein integrieren, denn im Endeffekt wäre mein Ziel, dass der Goat, der er ja
vielleicht auch ist, zusammen mit Cristiano Ronaldo am Ende dieser SDG mit dem FC Barcelona den Henkelpott in die Luft tragen darf. Für die Zukunft gibt es kaum bessere Linksverteidiger. Theo Hernandez im Tausch, Jordi Alba und 51 Millionen für den französischen Linksverteidiger. Der kommt jetzt vom AC Milan und ist damit unsere neue, ja, linke Außenbahn in der Verteidigerreihe. Und ich glaube, damit haben wir wirklich einen, den wir jetzt auch erstmal nicht mehr ersetzen müssen. Wenn überhaupt irgendwann, ich weiß es nicht, aber der Typ ist Weltklasse. Mit einer 85 hinten links, das ist eine absolute Bank. Neuzugang Nummer 2, Phil Foden wechselt für 72 Millionen und Rafinha im Tausch. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen zu viel, aber er ist 2 Ratingpunkte besser, hat das viel bessere Potenzial und ist damit einer, der natürlich auch, wie zuvor jetzt Theo Hernandez, erst in der Wintertransferphase wechselt, aber beide spielen natürlich auch noch aktuell bei ihren aktuellen Clubs. Bedeutet so viel wie, wir gehen jetzt noch mit Jordi Alba, wir gehen natürlich weiter entweder mit Rafinha, Dembélé oder halt auch vorne Ferran Torres plus Ansu Fati. Wir wollen aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, zwingend auf jeden Fall bis dahin die Spieler verbessert haben. Und wenn man solche Topstars jetzt holt, ist es für uns viel, viel besser, als wenn wir die erst im Winter holen, wo sie vielleicht schon 2 Ratingpunkte besser sind. Alle guten Dinge sind 3, Rodri wechselt also zu uns, das Ganze auch erst im Winter, 48 Millionen und Frank Yannick Kessier im Tausch. Es ist auch hier für die Zukunft die deutlich bessere Wahl. Der Vorstand empfindet alle 3 Deals als hervorragend und somit, ja, bringt es nichts, wenn wir jetzt aufs Teammanagement gehen, denn wir werden vorerst mal mit dieser Mannschaft in die Hinrunde gehen. Nichtsdestotrotz kann auch die Truppe sich bis hierhin sehen lassen, denn es ist eine richtig geile Mannschaft. Ob es dann fürs Weiterkommen in der Champions League reicht, weiß ich nicht, aber die Truppe muss es jetzt richten, denn erst für die Rückrunde kommen alle 3 Neuzugänge mit Rodri, natürlich auch mit Theo Hernandez und Phil Foden und das bringt nochmal eine ganz andere Qualität mit. Wir überspringen jetzt ganz schnell die Sommertransferphase, die ist nämlich ja deaktiviert, zumindest in der ersten Spielzeit. Wir treffen dann auf Bayern, dann auf Inter Mailand, dann kommt Viktoria Pilsen, ausschlaggebende Spiele hier, ganz ehrlich, die müssen wir gewinnen. Und dann muss man auch gegen Inter zumindest mal ein Spiel gewinnen. Vielleicht kann man den Bayern auch noch einen Punkt abluchsen. Ich weiß nicht. Ich sehe die Bayern als Favorit, aber vielleicht überzeugen ja auch wir. Verstecken brauchen wir uns auf gar keinen Fall. Und ich hoffe, dass wir am 1. Januar nicht nur unsere 3 Neuzugänge direkt begrüßen dürfen, sondern natürlich auch das Ticket in Richtung Champions League Achtelfinale. Da sind wir dann also angekommen und wir blicken das erste Mal direkt zurück auf die gespielten Champions League Spiele. Und ich habe ein bisschen Schiss. Wir haben gewonnen gegen Bayern, dann gegen Inter aber verloren. Pilsen Hinspiel gewonnen, Rückspiel auch und die Bayern auch nochmal geschlagen und Inter dann auch. Let's go, das muss definitiv gereicht haben. Das also jetzt ist unsere Mannschaft und normalerweise gibt es da jetzt Änderungen und genauso ist es auch. Wir sehen mittlerweile, Theo hat sich verbessert, genauso auch Rodri und wir müssten auch Phil Foden haben und der ist da. Und was macht denn der Ferran Torres? Guckt euch den mal an. Der ist 22, damit jünger als Ousmane Dembélé um 3 Jahre, hat einen Ratingpunkt mehr und ist zusammen mit Foden jetzt also die Flügelzange da vorne. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Wir haben eine unfassbare Truppe, die kann sich echt sehen lassen. Und auch hier in der Breite sind wir durchaus gut aufgestellt. Ich bin super zufrieden. Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Memphis Depay, es ist halt wirklich auch eine brutale Qualität. Jetzt aber trotzdem würde ich schon gerne noch einen Innenverteidiger holen, dass wir Rodri, ich hole einen Rechtsverteidiger, sodass Koundé in die Mitte kann, aber ist dieses Jahr jetzt leider finanziell nicht mehr möglich, denn unsere Grenzen wurden uns aufgezeigt. Jugendscout, ich kümmere mich auch gleich drum. Tabelle in der Liga, stehen wir auf Platz 2. Nur eine einzige Niederlage und ich glaube, die war jetzt zuletzt gegen Madrid. Unter anderem haben wir 1-1 gespielt, gewonnen gegen Osasuna und verloren haben wir bei Real Valladolid. Die sind tatsächlich hier auf Platz 14. Kann aber passieren. Supercopa, da treffen wir auf Real Betis, parallel Real auf Valencia. Copa de España geht erst jetzt für uns los. Aber was auch für uns jetzt erst so richtig losgeht, ist die Champions League. Wir treffen auf Leipzig, nachdem wir zuvor Gruppensieger geworden sind und die Bayern in die Europa League müssen. Ab geht's in die Red Bull Arena. Wir treffen also auf RB Leipzig. Ferran Torres hat eine 87. Was macht der Typ denn? Das ist der absolute Wahnsinn. Wir gehen also rein gegen Red Bull, sind, denke ich, schon der Favorit, ob wir dieser Rolle gerecht werden. Ja, mit einem knappen 1:0, aber auch gemessen daran, dass zuvor Araujo mit Gelb-Rot vom Platz geflogen ist und wir dann noch den Führungstreffer erzielt haben, ist das ein Ergebnis, was uns zufriedenstellt. Die Rückrunde wird jetzt etwas zerfahren aktuell. Das Manager-Rating ist auch nicht mehr so stabil. Araujo fehlt natürlich nach seiner Gelb-Rot-Sperre im Hinspiel jetzt für hier und wir gewinnen trotzdem souverän mit 3:0. Lever, De Jong, Lever und wir kriegen kein einziges Gegentor und das, obwohl man jetzt hier im Rückspiel, also rein statistisch gesehen, durchaus auf Augenhöhe war. Also Respekt an Leipzig, muss man schon sagen. Tore haben sie trotzdem nicht erzielt und damit führt unser Weg weiter ins Viertelfinale. Ab geht's in den Parc des Princes. Wir treffen auf Neymar, Mbappé, Messi. Das ist eine unfassbare Offensive und vor allem eine Fünferkette bei PSG. Unser Team aber in Bestbesetzung verstecken wollen wir uns nicht, brauchen wir auch nicht und wir verlieren 3:2. Ja, sehr wenige Möglichkeiten, aber nahezu alle davon führten zu einem Tor. De Jong mit der Führung, dann Neymar, Messi, dann ist es nochmal Neymar und Frankie De Jong nochmal mit
Spiel im Anschluss für uns. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, denn für mich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir entlassen werden. Denn das Manager-Rating geht Woche für Woche immer mehr in den Keller. Hier in der Jugendakademie habe ich leider etwas zu spät das ganze Thema gesehen. Georgio Morales, 5,5 Millionen Mark wert, der wechselt bereits dann zu Cadiz. Das ist natürlich ein absolutes Top-Talent. Sehr viele Spieler sind auch schon von anderen Vereinen hier ja, tatsächlich erfolgreich abgeworben worden. Wir müssen aber trotzdem gucken, dass wir jetzt ein paar Ziele neu erfüllt bekommen. Ja, der Vorstand aber ist noch nicht so überzeugt von der ganzen Sache. Es wird richtig, richtig eng. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir aus der Champions League jetzt rausfliegen sollten. Auch in der Liga zuletzt verloren gegen RCD Mallorca im Camp Nou. Wollen wir es vielleicht doch noch wieder wettmachen? Gelingt uns leider nicht. Es ist das 2-2. Leva, Verratti, Neymar, Frankie de Jong. Und jetzt heißt es, wir sehen uns hoffentlich am Ende der Saison. Viertelfinale ist okay. Paris, ja, hat sich dann ganz knapp gegen uns durchsetzen können. Das kann mal passieren. Aber wir wollen die Mannschaft noch weiter verfeinern. Ich will noch einen Rechtsverteidiger und viel mehr brauchen wir dann nicht. Wir haben jetzt schon eine absolut Weltklasse-Truppe hier in der Startelf. Wir haben das Zeug dazu, die Champions League zu gewinnen, auch wenn es im ersten Jahr leider nicht funktioniert. Scheint aber dann erfolgreich zu klappen. Die letzten 4 Spiele allesamt gewonnen, vielleicht sogar auch noch mehr. Nee, da haben wir dann gegen Villarreal verloren. Oh, wir waren im Pokal noch mit dabei. Und der Vorstand ist kurz davor, hier tatsächlich den Schlussstrich zu ziehen. Und wenn wir jetzt Koundé rüberziehen, den neuen Rechtsverteidiger holen, dann ist das eine so starke Mannschaft. Ja, wir gucken mal ganz kurz auf den Wochenplan. Da steht ja gar nichts mehr an. Wir gucken auf die Ziele nebendran. Ja, wie sieht's aus? 46er Manager-Rating ist schon echt bodenlos. Aber gut, so ist es halt. Wir gucken auf die ganzen Wettbewerbe natürlich auch. Wir haben die spanische Meisterschaft geholt. So rum, jetzt immer mit der Ruhe. Real Sevilla Atletico mit uns durch. Und die Madrilen, also Real, hat's ganz knapp in die Champions League geschafft. Noch vor dem FC Villarreal. Die Supercopa geht an die Königlichen gegen Real Betis. Copa de España dafür geht an uns. Ja, da haben wir davor gewonnen. Hier 4-3 gegen Atletico. Das Rückspiel 3-0 nach einer 3-1-Niederlage im Hinspiel. 2-1 gegen Betis, 3-0 gegen Lugo. Und hier war es die Einstiegsrunde mit einem 1-0 gegen Leganes. Die Champions League gewinnt Paris gegen Atletico. Tatsächlich also der Gegner, gegen den wir raus sind. Die Bayern gewinnen gegen United die Europa League. Und die Conference League geht ans gelbe U-Boot. Der FC Villarreal ist da also erfolgreich. Jetzt gucken wir noch ganz kurz auf die Spielerstatistiken. Wenn ich denn wüsste, wo man das Ganze findet. Ich glaube hier, da sehen wir, dass Benzema das ganze Thema anführt. Unser bester Torschütze ist Robert Lewandowski, 17 Buden. Top-Vorlagen haben wir hier Frankie de Jong mit 11, ohne Gegentor, Ter Stegen der Zweitbeste. Es ist alles so im Mittelmaß, es ist nicht schlecht. Wir haben das Double, nur die Champions League fehlt. Und was nicht ist, kann auch werden, die Königsklasse. Wollen wir uns im nächsten Jahr natürlich nicht nehmen lassen. Die Verhandlungen laufen. 170 Millionen Ablösesumme für Kylian Mbappé. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Spielzeit. Noch sind wir Trainer. Wir kennen ja den Bug, dass wenn man quasi in der neuen Saison angekommen ist, das Manager-Rating erstmal ein gutes Stück nach unten geht. Wenn das passiert, dann war's das mit uns. Mbappé hat einen auslaufenden Spielervertrag, ist dementsprechend billig und auch willig, zum FC Barcelona zu wechseln. Selbstverständlich, in der Realität kann man sich eigentlich außer Paris nur noch Real Madrid vorstellen. Jetzt wird es halt der FC Barcelona und Kylian Mbappé wird also ganz kurz hier begrüßt von Xavi, zuvor von den Fans. Dann gibt es hier eine kleine Pressekonferenz, ein paar, ja, würde ich sagen, Fotografen sind hier mit von der Partie, Journalisten. Dann gibt es hier natürlich auch nochmal ein kleines Video, ein kleiner Medizincheck und damit ist dieser Neuzugang fix. Einer von zwei maximal, denn jetzt soll nur noch ein Rechtsverteidiger kommen. Ja, so viel zum Thema. Gerade noch angesprochen, jetzt Realität. FIFA ist das größte Dreckspiel. Ich sag's euch ehrlich, so wie es ist. Es ist das letzte Spiel. Ihr seid so lost. EA, ohne Spaß, ihr seid wirklich die größten Idioten. Ohne Spaß, ich muss mich wirklich hier zusammenreißen, dass das Video noch online gehen darf, weil ich darf jetzt schauen, wo habe ich zuletzt einen Speicherstand, wie kann ich das Manager-Rating retten und wie muss ich hier ruhig bleiben, damit ich weiter aufnehmen kann, ohne irgendwas kaputt zu machen, bei so viel Dummheit hier. Ich hatte jetzt tatsächlich nochmal einen Speicherstand von zu Beginn dieser Saison und man wird jedes Mal aufs Neue wieder entlassen. Also wir haben gar keine Chance. Es ist die zweite Entlassung jetzt in Folge. Wir können nichts anderes machen. Ich habe keine Transfers getätigt, keine Spieler verkauft, niemand eingekauft. Das ist der typische Bug. Man ist im neuen FIFA-Teil und man wird direkt entlassen, also in der neuen Saison. Ja, da hat man dann eigentlich immer mal noch so im Durchschnitt minus 10, minus 15 im Manager-Rating, ohne dass man was getan hat. Es ist eine Frechheit, ohne Spaß, das Spiel ist eine Schande. Jetzt aber hat's funktioniert. Nochmal zurück, Wintertransferphase, alles dran gesetzt, dass das Manager-Rating in Ordnung ist und wir sind über diesen Stichtag hinausgekommen. Ich war jetzt über eine Stunde dran gesessen, weil ich so oft Highlights spielen musste, dass wir in der Champions League dann doch weitergekommen sind und damit das Manager-Rating gesaved haben. Das Finale aber habe ich so
so lange simuliert, bis wir es verloren haben, weil ich möchte nicht im UEFA Superpokal spielen, denn ich will erst jetzt die Champions League gewinnen und daran werden wir alles setzen. Mbappé zum zweiten. Naja, wollen wir mal. Kurz und knapp, der Plan geht in Erfüllung. Trent Alexander-Arnold wechselt also vom FC Liverpool zum FC Barcelona, komplettiert unsere Transferphase nach turbulenten letzten Wochen, Monaten. Es war so unfassbar viel los. Über 150 Millionen und damit geht Jules Koundé in die Mitte, Trent nach hinten rechts, Mbappé nach vorne und wir behalten eben Backups wie Andreas Christensen oder Robert Lewandowski auf der Bank. Noch nicht ganz fertig mit der Transferphase, denn ein Ding hatte ich noch, eine Herzensangelegenheit für mich als neutraler Fan und ich denke umso mehr für alle Barca-Fans, alle die es mit den Katalanen haben. Lionel Messi kehrt also zurück im Tausch mit Trincao und knappen 20 Millionen. Der Neuzugang Nummer 1, also hier, ja nicht Nummer 1, sondern der auf der 1, den glaube ich ganz viele Barca-Fans sich einfach wieder wünschen. Lionel Messi ist da und das große Ziel für uns ist natürlich auch hier, dass Lionel Messi entweder am Ende dieser oder der nächsten Saison den Henkelpott in die Luft tragen darf, denn ja, er hat nur für 2 Jahre unterschrieben und ich glaube viel mehr wird es dann beim Argentinier ja auch nicht mehr. Perfekter Saisonstart, Celta Vigo, Eibar und Real Sociedad allesamt geschlagen und damit steht unsere Champions League-Gruppe im zweiten Anlauf mit Borussia Dortmund, Red Bull Salzburg und so gut letzt Monaco. Die Monegassen also das dritte Team, neben uns dann das vierte. Jetzt gibt es noch ganz kurz den Überblick aller Abgänge, denn auch ein paar Spieler haben uns selbstverständlich hier verlassen. Verkauft haben wir Umtiti, Nico Gonzalez, Bellerin ist gegangen, genauso Longley. Dann haben wir den wir verliehen, wir haben Essal Suli auch hergegeben, Balde ist verkauft worden, Tore haben wir verkauft oder verliehen. Ansu Fati ging zu Real Madrid. Das habe ich jetzt gerade erst gesehen. Aber gut, ja, im Gegenzug Mbappé, Lionel Messi, Trent Alexander-Arnold. 3 Neuzugänge für unsere Mannschaft, die eine absolute Waffe ist. Und das kann man, glaube ich, rundum schon ganz so richtig beschreiben. Ich freue mich auf die Champions League und dieses Jahr wollen wir es gewinnen. Angekommen am 1. Januar, jetzt haben wir es geschafft. Ihr merkt, bei mir fehlt vielleicht noch so ein bisschen die Euphorie, weil es war halt so unfassbar viel Arbeit, bis wir jetzt die zweite Saison antreten durften. Gegen Dortmund gewonnen zum Auftakt 4-2, auch dann gegen Salzburg 4-2, 2-0 Monaco, 3-1 dann im Rückspiel. Dann Dortmund 3-3 und nochmal 3-0 gewonnen gegen Salzburg. Der Vorstand ist zufrieden, dann bin ich das auch. Die Mannschaft ist echt überragend, also das ist wirklich eine so gute Truppe. Und in der Liga stehen wir auf Platz 1, nur eine einzige Niederlage, 4 Punkte Vorsprung. Supercopa, das steht an gegen Real Madrid. Copa de España, da haben wir hier ja natürlich die erste Runde frei. Und in der Champions League treffen wir im Achtelfinale auf Manchester United. Das ist für uns jetzt das Wichtigste, denn wir wollen die Champions League gewinnen. Hinspiel Old Trafford und das Ganze also für uns in Manchester. Unsere Mannschaft ist in Bestbesetzung, hat brutale Qualität. Auf der anderen Seite trifft also Cristiano Ronaldo über Umwege auf Lionel Messi, denn der sitzt bei uns noch mit auf der Bank. Das Duell der zwei wohl besten Spieler auf der ganzen Welt aus den letzten ja, 15, 20 Jahren, weiß ich nicht. Anthony mit der Führung, Mbappé ganz spät mit dem Ausgleich in einem sehr ausgeglichenen Spiel, wo Anthony, der Torschütze, gelb-rot bekommt und damit im Rückspiel fehlt, ist im Camp Nou alles auf Null gestellt. Es kann alles passieren. Zu Hause vor vollem Haus wollen wir es natürlich hinbekommen. Wir haben das Zeug dazu. Verstecken brauchen wir uns nicht. Ihr kennt diesen typischen Satz und wir verstecken uns auch nicht. Es ist ein Spektakel hier. Es ist sowas von spannend. Es ist ein 2-2, Foden-Führung. Ronaldo verschießt einen Elfmeter, macht es in der zweiten Halbzeit aber wieder wett. Dann Mbappé, Sergej Milinkovic-Savic und dann treffen die ersten 3 Torschützen beider Clubs. Bei uns trifft auch noch der vierte, dann verschießt Casemiro, dann Trent, dann Bellingham und damit gewinnen wir im Elfmeterschießen mit einem 4-3, nachdem diese Partie 2-2 endete und in der Gesamtwertung ein 3-3 uns damit in die nächste Runde katapultiert. El Clasico im Champions League Viertelfinale. Real Madrid trifft auf den FC Barcelona im Estadio Santiago Bernabéu. In der Realität ist zuletzt das Spiel 3-1 für Real Madrid ausgegangen. Der Kapitän Benzema hat den Ballon d'Or unter der Woche abgeräumt und ist heute auch mit von der Partie, allerdings trifft er nicht. Wir treffen 2-mal Real einmal, Foden Führung, Vinicius Junior Ausgleich und Foden wieder Führung und zugleich auch Siegtreffer. Gute Ausgangslage hier. Zu Hause im Camp Nou wollen wir natürlich ins Halbfinale einziehen und da versuchen wir auch unser Bestes. Ob es uns gelingt, erfolgreich und sogar in einem spektakulären Spiel mit 6 Treffern. Mbappé, De Jong, dann Kobe Miners, Foden und dann ist es Benzema und Foden Deckel drauf. Das Ding ist also durch in der Gesamtwertung ein 6-3 und damit haben wir tatsächlich das Halbfinale, was uns im letzten Jahr nicht gelungen ist. Manchester City wartet und das ist natürlich ein absoluter Kracher. Ehemalige Spieler von uns gibt es tatsächlich einen dort mit Rafinha, aber wir haben halt auf der anderen Seite Phil Foden und auch Rodri zu uns lotsen können. Also vielleicht haben wir individuell die mittlerweile bessere Mannschaft. Ja, das macht sich bemerkbar. Foden trifft direkt, Kevin De Bruyne dann mit dem Ausgleich, aber Mbappé trifft auch erneut zur Führung und damit gleichbedeutend auch wieder zum Siegtreffer, was eine gute Ausgangslage bedeutet. Etihad, Auswärtssimulation, ich bin guter Dinger. Gehen wir also in City of Manchester Stadium, wie es ja
international heißt eigentlich das Etihad. Wir treffen in Manchester auf City, wollen ins Finale und der letzte Weg ist jetzt geebnet. Mbappé verschießt zwar noch ziemlich früh einen Elfmeter, dann aber trifft er trotzdem zur Führung. Grealish mit dem Ausgleich und Messi Deckel drauf. 4-2, wir schlagen City, stehen im Finale, da wo wir die ganze Zeit hin wollten und haben jetzt die Möglichkeit, tatsächlich, glaube ich, sogar das Triple zu gewinnen. Paris ist der Gegner. Wie bitter ist das bitte? Marc-André Ter Stegen fehlt im Finale, Peña kommt dafür rein, Tenners dann mit auf die Bank und wir haben natürlich auch hier noch Lionel Messi, weil wir den später einwechseln werden. Das Ganze vermutlich für Ferran Torres, gebe ich Torres jetzt die Binde, sodass wir nachher, wenn wir Messi dann für den Spanier natürlich tauschen, die Binde an Lionel Messi übergeben können, der das Ganze dann hoffentlich mit dem Henkelpott heute krönen kann. Sein vermutlich letztes Champions-League-Finale gegen den ehemaligen, zwischenzeitlich ehemaligen Arbeitgeber. Unser Werdegang ist bekannt. Wir gucken ganz kurz drauf auf den von Paris. Die schlagen Leicester hier mit einem 5-2. Hatten da im Hinspiel eigentlich schon alles klar gemacht. Gegen die Bayern genauso 4-2 und hier auch ein 4-2 über Atletico Madrid. In der Conference League bzw. vorher Europa League gewinnt Marseille im Elfmeterschießen gegen Sociedad. Conference League geht an Gala tatsächlich hier gegen Frankfurt. Das ist richtig gut. Copa de España haben wir gewonnen gegen den FC Sevilla. Supercopa wieder mal das Aus direkt im Halbfinale. Und in der La Liga haben wir nur Platz 2. Dann ist es doch nichts mit dem Triple. Sevilla vor uns, überraschenderweise. Es soll dann aber mal Minimum das Double werden. Ist aber auch ganz egal. Ich will einfach nur im London Stadium hier auf jeden Fall diesen Henkelpott gewinnen. Wir gucken ganz kurz auf die Trikotauswahl. Könnte passen. Ist mir aber nicht ganz so recht. Wir lassen es, glaube ich, so. Wir spielen in den goldenen Trikots gegen Paris Saint-Germain in dunkelblau, weiß und rot. Alles also mit vertreten. Das Ganze im London Stadium. Ultimativ. Ich freue mich drauf. Die Highlights gibt's jetzt für euch. Anstoß also im Stadion von West Ham. Das ist auch ein richtig geiles Stadion mit der Tartanbahn da dazwischen oder sieht das nur so aus? Ich glaube, das sieht eher nur so aus. Die erste Möglichkeit vielleicht direkt über Phil Foden. Und was macht denn Hakimi? Der macht da plötzlich den Weg frei. Phil Foden in die Arme von Gianluigi Donnarumma. Ich glaube, in der Realität kommen ja bei Toren von West Ham überall die Seifenblasen raus. Ich hoffe, ich bin da jetzt nicht falsch und sage nichts Falsches. Wenn nicht, gerne in den Kommentaren verbessern. Ansonsten aber ist es eine geile Spielstätte für dieses Champions-League-Finale. Ich freue mich drauf. Die nächste Chance, wieder Phil Foden. Und diesmal hat er ein bisschen mehr Tempo, eine bessere Position. Und Endstation wieder Donnarumma. Wieder über außen. Da ist Hakimi tatsächlich das ausgemachte Problem von uns beim Gegner. Denn der ist auch etwas überfordert. Diesmal aber macht er den Zweikampf dann doch deutlich besser. Und somit gewinnt er den Ball das erste Mal für Paris. Die probieren es mit einem langen Ball. Aber wir haben genug Mann hinten dran und dann auch noch das nötige Glück, dass die Kugel nicht direkt wieder zum Gegner kommt. Jetzt kommt plötzlich Paris, Peña verschätzt sich, der Ball ist bei Osimhen und dann im letzten Moment oder auch nicht. Dreifach Möglichkeit, bis wir das Ding jetzt endgültig klären können, wobei wirklich endgültig ist das nicht, denn die Kugel liegt hier am Eckballpunkt, Neymar auf Vitinha und jetzt gibt's vielleicht die Konterchance, weil Phil Foden richtig gut im Spiel ist und diese Kugel hier erobern kann und dann brauchen wir vermutlich den Ball einfach nur auf Mbappé. Der erste Kontakt ist aber nicht der beste und somit muss er nochmal nach oben, gelingt nicht. Ganz schlecht ausgespielt von Kilian. Jetzt Neymar und jetzt ist er nicht drin. Peña glänzt. Trent mit ganz viel Glück und dann Frankie de Jong und dann scheitern wir auch hier. Nächste Möglichkeit. Es ist aber trotzdem noch ein sehr zerfahrenes Spiel. Beide Teams sind offensiv nicht unbedingt so gut. Das ist ganz irgendwie sehr viel... Hä? Was ist denn jetzt los? Ich wollte eigentlich sagen, das ist ganz viel Zufallsprodukt. Ja, weil beide Defensivreihen die Kugel irgendwie immer dem Gegner wieder in die Beine spielen oder in die Füße vielmehr. Ja, somit steht es halt noch immer 0-0. Aber viel mehr ist auch nicht da. Es gibt vereinzelt zwar ein paar richtig gute Möglichkeiten, die ihr auch gesehen habt, aber es ist jetzt nicht so, dass es hier im Sturmlauf gibt nach vorne. 1-0 Paris. Ich setze etwas später ein, weil ich es gar nicht so wirklich gecheckt habe. Neymar Junior, ja, das ist der Führungstorschütze jetzt. Er wird ganz kurz getanzt und das, obwohl es gegen den ehemaligen Arbeitgeber geht. Das ist die Führung gut gemacht. Peña hat keine Chance da hinten drin. Sehen wir vielleicht jetzt nochmal auch schlecht verteidigt hier. Was macht Araujo? Und dann dachte ich, hier komme ich locker in den Zweikampf. Dem ist nicht so. Der Ball ist drin. Paris führt. Und es ist leider nicht ganz unverdient. Doppelwechsel bei uns. Messi und Ousmane Dembélé neu in der Partie. Und tatsächlich ist es nicht so, dass die Kapitänsbinde automatisch dann dem anderen Spieler übergeben wird. Sonst ist es in den meisten Fällen so. Warum jetzt hier nicht? Ich kann es euch nicht sagen. Aber auf jeden Fall hat Messi nicht die Binde um.
aber leitet diese Chance ein und ist dann Vorlagengeber für Kylian Mbappé und damit steht es 1-1. Wir sind zurück in diesem Spiel und Messi direkt mal mit einer direkten Torbeteiligung. Die beiden ehemaligen Spieler von PSG, die in einer Transferphase auf einen Schlag zu uns gekommen sind. Hier Messi, das macht er stark, dann hat er den Überblick und dann ist eigentlich Petri im Weg. Mukiele haut den Youngster auch noch um und dann ist der Weg frei und das 1-1 ist jetzt dann auch die logische Schlussfolgerung, weil wir tatsächlich direkt eine Reaktion nach dem Rückstand gezeigt haben. Jetzt die nächste Chance, Peña ist da und dann hat er das nötige Glück, weil der Spieler danach über ihn drüber fliegt, so mehr oder weniger. Jetzt vielleicht dann auch hier die direkte Konterchance, ist nicht ganz so leicht, aber wir lösen es trotzdem richtig gut und haben den Blick für Kylian, the Monster, Mbappé und der Ball ist über dem Tor. Das ist aber auch viel zu arrogant. War natürlich hier meine Intention zu lupfen, aber den muss er einfach nur reinschieben, Mann. Wieder Messi, wieder Mbappé und dann ist der Abpraller da und es ist kein Abseits und es steht damit 2-1 für den FC Barcelona. Gianluigi Donnarumma, der kann den Ball vielleicht an einem guten Tag auch festhalten. In dem Fall ist es kein guter, denn Ousmane Dembélé ist da, markiert das 2-1 und damit drehen wir das Spiel. Wieder Messi dabei und dann hier Mbappé und dann ist er drin, weil wir einfach auch richtig stehen. Let's go, das Spiel gedreht innerhalb 13 Minuten. Weltklasse gespielt, Theo Hernandez ist dann mit von der Partie und dann verspringt ihm der Ball so ein bisschen und trotzdem lebt die Chance noch, auch mit dem nötigen Glück, aber dann ist die Kugel geklärt. Es ist die 86. Minute und wir müssen weiter dranbleiben hier. Die letzten paar Minuten für uns, Sekunden natürlich dann in der Umsetzung, laufen hier in diesem Champions-League-Finale. Das ist Victor Osimhen, nochmal die Kugel raus, nochmal wird es also gefährlich. Der Ball ist außen und sie spielen es nicht schlecht, jetzt kontrolliert mit sehr viel Ballbesitz und wir kommen auch nicht mehr wirklich ran. Sie machen es gut und dann gibt es kein Elfmeter. Ich hatte schon extrem Schiss, weil wir eigentlich nur den Gegenspieler hier dann treffen. Peña hat jetzt die Kugel, wir haben natürlich Zeit und spielen es hoffentlich ganz gemütlich. Mit dem schönen Ball auf Lionel Messi, der hat die Kugel und natürlich zieht er jetzt erstmal an. Er hat auch das Zeug dazu, hier vielleicht sogar noch ein Tor zu erzielen. Messi nimmt sich ein Herz und haut das Ding an den Querbalken, aber das muss es gewesen sein. Die letzte Chance doch normalerweise. Messi probiert, der war auch nicht mehr abgefälscht, somit gibt es Abstoß und das müsste es gewesen sein. Wir sind drüber über der Zeit. Gianluigi Donnarumma haut das Ding raus und jetzt Schiedsrichter, bitte pfeif ab und so ist es. Offiziell, wir gewinnen mit dem FC Barcelona nach zwei Spielzeiten das Champions League Finale gegen Paris Saint-Germain, das Ganze im London Stadium und hat damit diesen Sprint to Glory erfolgreich abgeschlossen. Auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, dass Lionel Messi hier den Pokal als erstes entgegennimmt, es ist Araujo und auch das ist in Ordnung, denn keiner steht über dem Verein, es ist eine Mannschaft, alle auf einer Ebene und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und somit ist es jetzt dann offiziell Henkelpott in der Luft, Barca gewinnt die Champions League und wir sind damit am Ende. Ich hoffe, euch hat dieses Sprint to Glory gefallen. Wenn ja, lasst dem Video super gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert sehr, sehr gerne, um nichts mehr zu verpassen. Das Ganze auch für Marc-André ter Stegen, denn der hat heute verletzungsbedingt gefehlt. Der Pokal ist für dich. Schaltet das nächste Mal wieder ein, macht's gut, haut rein, bis dahin und ciao!